So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video zu Escape from Tarkov. Heute geht es um einen Bug, den ich vorher das erste Mal hatte und habe gedacht, komm, ich mache gleich ein Video dazu. In dem Fall der Fälle, das sind vielleicht schon mehr, weil der doch tatsächlich relativ ärgerlich war. Oh, scheiße, ich bin ultra früh drin. Mal gucken wir, ob wir überhaupt rauskommen. Also wir haben unsere Startausrüstung und müssten quasi da oben war schon im PMC etwas looten, um das Ganze zu testen. Und hier sind Wilson-Zigaretten, das ist sehr nice. Die haben wir jetzt gepackt. Einfach for, just for the lols. Hier ist ein toter Scuff. Ich will eigentlich jetzt nur raus, um das zu zeigen. Ich habe es vorher schon einmal versucht, aber irgendwie bin ich dann natürlich gestorben in dem Moment. Vorführeffekt und so. Ich versuche einfach jetzt hier total plump rauszulaufen. Wir haben jetzt quasi eine Zigarettenschachtel gelootet. Jemand drin? Hallo? Nein. Das ist unser Equip. Zigarettenschachtel ist dazugekommen. Und wir haben es tatsächlich ins Exit geschafft. Folgendes war bei mir vorher. Ich war auch eben als Scuff drin, auch in der Factory. Und war extrem voll gelootet. Also ich habe keine Ahnung, wie viel PMCs umgenutzt und hatte dann extrem wirklich geilen Shit dabei und bin dann hier auf weiter gegangen, weiter, und hier hat jetzt die Zigarettenschachtel gefehlt. Also ich habe quasi, ja, in meinem Fall jetzt hat die Zigarettenschachtel gefehlt. Bei mir hat mein komplettes Zeug gefehlt. Ich hatte alles genau wie ich reingekommen bin, also quasi jetzt so ohne die Zigarettenschachtel, quasi so sähe es dann jetzt bei mir aus. Und das ganze andere Zeug natürlich nicht. Dann habe ich gedacht, scheiße, alles weg. Keine Ahnung. Klar, kein Thema, brauchen wir nicht drüber schwätzen. Gibt Schlimmeres beim Scuff Run, wenn du damit was rauskommst oder halt stirbst, ist es jetzt nicht so schlimm. Aber jeder wird mir da zustimmen, wenn du dann voll bepackt mit schönen Sachen, wie man so schön sagt, rausgehst und dich eigentlich freust, dass du es jetzt ausladen kannst. Und dann alles war komplett wie am Anfang. Und ich hatte halt am Anfang wirklich nur Shit dabei. Das hat mich dann schon ein bisschen gewurmt. Was ihr dann machen müsst, um das zu regeln, ihr geht einfach auf zurück wieder und geht dann wieder auf weiter, und dann war bei mir alles genau da, wie ich rausgegangen bin. Das war also ziemlich krass. Ich habe jetzt nicht davor getestet, das irgendwie auszuladen. Ich bin einfach nur irgendwie, keine Ahnung warum, einfach auf zurück gegangen und eben nochmal auf weiter, und dann war alles da und ich war Gott froh, dass das Zeug da war. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber irgendwie hat es funktioniert und dann konnte ich all mein gelootetes Zeug wieder ausladen. Und ja, falls ihr das Problem haben solltet oder habt, schreibt es auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare. Falls nicht, okay, jetzt war es ja auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ich denke mal, das wird einfach einmal in keine Ahnung wie viele Raids vielleicht mal passieren. Aber ich denke mir, wenn euch das passiert, ist es besser, ihr wisst, dass ihr das so machen könnt, als wenn ihr dann einfach weiter drückt, sagt, okay, lootet den bisschen Shit jetzt noch raus und seid angepisst, dass der ganze andere Zeug fehlt, obwohl es eigentlich euch wiederholen hättet können. Von dem her ist es, glaube ich, ganz okay, darüber ein Video zu machen. Gebt auch natürlich gerne einen Daumen hoch. Schaut auch gerne auf meinem Livestream vorbei auf twitch.tv/hangemaulive. Link ist auch in der Videobeschreibung unten. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.